Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem nächsten Video. Wir sind immer noch bei Philipp, weil Philipp hat so viele Autos. Wie der ein oder andere weiß, bin ich ja ein bisschen verliebt in die amerikanische Truck-Szene. Also ich wüsste auch schon, welches Auto ich mir kaufen wollen würde, wenn ich hier leben würde. Zufälligerweise hat der Philipp dieses wunderschöne Fahrzeug hier. Und wie es sich auch für einen vernünftigen amerikanischen Haushalt gehört, ist das nicht Philipps Auto, sondern das Auto seiner reizenden Ehefrau. Einmal rüberschwenken. Say hi. Das ist ein Chevrolet Silverado. Meine erste Wahl für einen Truck. Philipp, wir müssen das jetzt kurz wissen. Also das ist ein ZZ1. Das ja, 5,3 Liter Ecotec. Mhm. Das sieht jetzt ganz besonders schnell aus. Gibt es den auch normal oder ist ZZ1 quasi... Da gibt es auch noch die kleine, die V6 oder was, ne? Okay. Ja. Aber das macht man ja in Amerika nicht. Ich versuch mal, ja, da kannst du ja nichts mit ab... Also kannst du nichts abschleppen, ne? Also nichts abschleppen heißt, der kann nur... da kommt direkt der Nächste. Also sowas... Raptor? So ein Raptor. Aber abschleppen heißt, weißt du, der kann dann halt nur 3,5-4 Tonnen ziehen und nicht 8. Ja, wie gesagt, meine Frau ihr Auto. Mhm. Und maybe she can tell us some specs about the engine, compression. I couldn't tell you anything about it except I look great driving it. Fuel economy? fuel economy? It's not at all fuel efficient. Okay. This is America. Okay. Where is this, like, average? What is it, like 20 miles to the gallon? 24 miles? I would say like more like 15. I think it's... No, it's not 15. No, it's like, I think on paper they say it's 20 on the highway. Okay. On paper. Yeah. On paper. 16, 15, 14. Okay. Ich finde es aber sehr schön, dass deine Frau dieses Auto fährt. Also ich finde, das ist einfach, das ist angemessen. Ja? Ich finde das auch, weil da ist ja natürlich auch meine Maus mit drin, mhm, ne? Meine Tochter. Und hier sieht es gibt viele große Autos in dieser Größe und dementsprechend fühle ich mich dann auch sicherer, dass du willst nicht mit so einem Ding fahren, ne? Nein. Den gibt es auch. Ich glaube mit 6,2 Liter. Und dann ist das ein ZL1 oder? Ich glaube ja. Und dann gibt es den auch mit Kompressor. Den kannst du auch, den gibt es auch. Also nicht, haben wir, da haben wir im da Auto können wir einen Kompressor draufbauen. Ja. Ja, das haben wir im Auto drüber gesprochen. Mhm. Das ist wirklich, das ist ja das Geile hier. Du hast diesen einen Motor und dann kannst du in deiner Konfigurationsliste sagen, richtig, mit und ohne Kompressor. Und in Deutschland wäre das ja ein ganz anderer Motor. Ja. Also ja, sicher. Ganz anderer Motor und alles wäre anders. Aber hier ist einfach nur Kompressor und drauf. Und du kriegst Garantie. Ja. Ja, ab einfach Werk. Kompressor drauf, fertig. Ja. Das ist also, Tuning ab Werk. Genau. Das sehen wir auf der SEMA auch noch. Also du ist auch, also ich meine, das sieht jetzt alles höher gelegt aus und das ist auch so. Ja, komm, wir gehen mal hier ein bisschen rum. Original, alles original. Also original ab Werk. Das ist original? Ja. Okay. Du kannst auch bei die, Chevy. Auch die Ding, ja, okay, ja, also die, ja. Okay. Du kannst auch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland geht, aber du kannst hier im Fahrzeugkatalog Zubehör bestellen, wie BMW M Performance. Ja, ich kenne das von Ford. Das hast du bei Chevy, bei Ford hast du das gleiche. Ja, Performance. Und die haben natürlich auch hier, ich weiß nicht, also die Chevy, Teile finde ich Chevy, so geil. Chevy macht die Dinger ja nicht selber. Ja, ja. Die haben dann, aber das kannst du alles ab Werk kaufen, ne? Ich finde, das gehört zu dem Auto. Ich hätte den Wagen ja wahrscheinlich in Schwarz genommen. Wobei ich habe einmal gesehen, einen auf der SEMA in Rot. Ja, Rot ist schön. Sieht auch gut aus, aber in Schwarz, wir haben jetzt heute schon, glaube ich, 12 gesehen auf dem Highway. Also ich hatte den ja in Schwarz bestellt. Der einzige Grund ist, warum der weiß ist, ich hatte Ende letzten Jahres ein 2021er Modell bestellt gehabt. Das sind 2020? Das sind 2020. 2020. Und der war nicht lieferbar in dem großen Motor. Und hatte den prinzipiell genau so, wie er jetzt hier steht, auch ausgestattet. Ich wollte aber das 2021 Modell haben, weil das kommt mit einem größeren Navigationsgerät. Größere Cupholder? Ja, genau. Und halt ein bisschen moderner halt. Und sehen die vorne auch anders aus, also von den Scheinwerfern? Da haben ja, die Scheinwerfer haben oben. Wir machen hier kurz ein Bild rein. Also das ist ja auch das Modell, was ich wirklich... Also die haben dann HIDs da drin, ne? Und das haben wir leider nicht in dem Fahrzeug. Und der Trail Boss ist so das Arbeitsfahrzeug von Chevy. Ja, also kannst du einfach, ja, das ist dafür... like this. Genau. Digga. Was ist los? Und wie gesagt, fürs Business brauchte ich natürlich auch ein bisschen Platz hinten, so eine Ladefläche, weil in dem M3 passt leider nicht ein guter Sitz rein, ne, ja, den man mal eben... einen halben M3 draufladen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ja, dieses Auto wäre das gewesen, das mir die Vorfahrt genommen hat. Ja, dann wäre der andere tot. Ja, wäre ich tot gewesen. Sicher? Der wäre über den Stuhl gefahren. Also wenn der dir die Vorfahrt mit dem M3. Ja, ja, dann... Und deswegen sage ich, ich bin sehr froh, dass meine Frau dieses Auto fährt.
Klar ist das nicht fuel efficient, ne? Und ist nicht elektrisch. Nee, und das Ding ist halt ab Werk höher gelegt, hat die schwarzen Felgen drauf, hat diesen ganzen. Hat auch einen Performance Exhaust. Ne? Really? Ja, Chevy. Okay, ich mache einen. Man kann das mit dem. Richtig. Wo geht das? Einmal abschließen. Wie gesagt, meine Frau. Ja? Ja. Einmal abschließen, draufhalten. Deswegen, ich finde das Auto geil. Sagt, er läuft schon, aber genau. Du musst trotzdem den Schlüssel noch reinstecken. Okay. Ja, und wie gesagt, das Auto gibt es in dieser Konfiguration als Trailboss nicht mit Leder. Das kannst du nicht bestellen. Das ist wieder eine andere, das ist eine LT. Genau, ganz kurz also sagen, Trailboss ist quasi so die Arbeiterversion. Dass, genau. Wenn du jetzt hier so der Klempner bist. Ich bin Klempner von Beruf. Oder der Elektriker. Elektriker. Oder Poolreiniger. Lass mich dein Poolboy sein. Genau. Dann kaufst du dir einen Trailboss. Silverado Trailboss mit V8. Der kommt dann so. Du kannst ihn so bestellen, ja. Und dann kannst du natürlich auch hier den Sitz, kannst du, das ist ein extra Sitz. Ja. Den kannst du nach oben machen. Da darf man sitzen, oder ja, wie? Ja, klar. Ach, geil! Deswegen ist das ein Trailboss. Boah, ich will so ein Auto haben, ey. Wie geht der zurück? Ah ja, Ey, bitte! Ja, das ist halt also mir würde schon dieses Gerät als Arbeitsgerät ausreichen. Also Kommt der mit den Scheiben verdunkelt auch vom Werk? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, hinten ja, vorne nicht. Okay. Also, Arbeitergerät, kein Leder, kein Schnickschnack. Genau. Hier kann man mit dem Hochdruckreiniger reingehen, einmal sauber machen. Richtig. Alles und das gerade jetzt nach dem Unfall war das natürlich super. mit meinem Fuß, mein Fuß war ja kaputt. Ja, ja. Und meinem Rücken dementsprechend natürlich auch. Guck mal bitte, wie schnell hier einfach die Dinger runtergehen. Die so. Das ist ganz wichtig, wenn du im Drive-In bist. Zack! Genau. Gib mir den Burger. I'm sorry. I'm in love. And I will take it with me. I'm sorry. Have fun. Oh mein Gott. Das ist eine geile Karre. Boah, das ist mega geil. Ja? Wir waren vor ein paar Tagen bei so einem Laden, der halt so Wranglers macht und so, ne? Ja. Und die Leute geben ja hierfür auch wirklich wahnsinnig viel Geld aus. Also ja. Höherlegung, da denken die Deutschen wahrscheinlich, glaube ich, okay, guck mal, das kostet vielleicht so $500 oder so, da machst du so ein paar Spacer rein. Ja, am Hintern, so, da gibst du ja mal locker 10 Riesen aus und dann ist ja gerade mal der Anfang. Ja. Ne? Also, oh ja, Mann, ich fühle es. Hm, Timon? Ja. What you're saying? Ach, guck mal, hier kann man auch driften, zufälligerweise. Hier hätten wir mal langfahren sollen mit dem G80. Das ist jetzt nur Two-Wheel und dann hast du den natürlich als Four-Wheel-Drive, kannst du natürlich umstellen. Ne? Ah, okay, das heißt, der hat jetzt Heckantrieb? Der hat jetzt Heckantrieb. Okay. Ist natürlich besser zu fahren, ne? Und auch ja, ja. Von der Führung irgendwie besser, aber wenn du mal ziehen musst, 4x4 oder wenn du da mit den Dreck gehst, ne, dann 4x4. Geil. Ich liebe es. Damit zum Supermarkt fährt, ja. Ich finde das affengeil. Ja, ich kann das verstehen, wenn meine Frau mit dem X7 fährt, dann bin ich auch mal so, weißt du, dann sexy. Ja, natürlich so, das ist, also meine Frau Julia, die möchte auch, Grüße gehen raus, die möchte auch immer ein Auto haben, die steht ja so auf die G-Klasse und die möchte immer ein Auto haben, wo sie über andere drüber fahren kann. Ja. Ja, aber wirklich, die sind hinten so rausgeklingelt. Oh Mann, ey. Und das ist auch so lässig einfach. Das ist genau mein Ding. Du fährst genau nicht mit schnell, mein du fährst nein. Einfach, wie gesagt, ja, mal gucken. Ich meine, das Lustige ist ja, da habe ich mich ja so über gewundert gehabt. Mein Bruder ist ja noch in Deutschland. Mhm. Und der arbeitet, also dem gehört ja zusammen mit Christian das Foliencenter NRW in Hamm. So. Die haben sich beide einen Dodge Ram gekauft, dann haben die beide höher gelegt, neue Reifen und Räder drauf gemacht. Und wenn du dann mal ein Video guckst, weil die arbeiten viel mit dem Sydney zusammen. Mhm. Und da ist der Sydney, ich weiß nicht, was sie für ein Auto vorfährt, immer. In Deutschland dieses Auto mit... Ne, ja gut, da bist du halt ein Alien, ne? Ja, das bist du. Der kann nirgendwo parken. Ich weiß gar nicht, ja, wie der das macht. Aber hier so ein Raptor. Ja.
Ah, ist geil. Das ist teuer, ne? Da, ja, ja, 100 aufwärts, ne? Nein, du kriegst ihn ja schon gebraucht, so wie den hier. Ja, aber neuer. Ja, neuer, der ist, ich glaube, der fängt bei 88 oder 89. Ja, oder genau, wenn der dann ein paar Options hat, dann... Aber auch hier so diese Cluster, ich meine, gut, das ist alles relativ simpel, ne? Die neuen haben wahrscheinlich alles digital und ja, alle Bells and Whistles, ja, ja. How you like to say in the US. Ist immer noch ein amerikanisches Auto, ne? Ja. Also, das darfst du jetzt nicht mehr im Deutschland. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Timon, oder? Ich meine, klar, es ist viel Plastik, aber alleine... Alleine das, oder? Ja. Ist es auch, oder? Ja, das ist schon geil. Brauchst du mehr? Nein, nein. Also wir Deutschen sind ja, was das angeht, sowieso ganz weit weg von dem hier. Ja. Deswegen, also darf man sich da gar nicht. Ich kann das schon verstehen, wenn man so auf Amis, auf Ami-Autos steht. Also, ich meine, da gibt es ja auch schnelle. Haben wir auch drüber gesprochen, ne? So, ich würde mir auch schon gerne mal so diese Dodge Challenger und Dodge Charger Sachen angucken. Also. Ja. Aber es fährt sich einfach mega geil. Ich glaube auch, wenn du jetzt größere fährst und das Auto höher legst, dann ist also, ich sag mal, das hier, ne, das ist dann schon unangenehm. Ist aber ja, Mann. Aber jetzt hörst du den Abrollgeräusch, ne? Ja, ja. Das ist schon... Ab 60 Meilen geht das los. Das ist krass. Also, wir machen mal die Fenster kurz zu. Da muss ja auch einfach drei Gänge runterschalten. Damit musst du halt leben, ne? Wenn du damit halt auf der Autobahn fährst, wir fahren jetzt 60 Meilen, das ist 100 km/h. Das ist schon krass. Das ist ein Auto zu cruisen, ne? Gerade wenn da fährst du 80, 90 mit, in Deutschland auf der Autobahn. Und da brauchst du auch nicht mehr, es ist vollkommen egal. Ja, wirklich super genial. Vielleicht sollten wir da einfach mal demnächst, wenn wir nochmal hier sind, ich hörte das... Könnte noch mal passieren demnächst, wenn wir noch mal hier sind, dann können wir ja schauen, ob wir nicht auch mal so höher gelegte Autos, wie fahre ich denn hier überhaupt, wie ein Besoffener? Ja, ich meine, das ist nicht schnell, also es fühlt sich nicht so schnell an, aber es hört sich schnell an. Ich weiß auch nicht, was die Karre wiegt, aber das ist jetzt nicht... Timon weiß das, ja. Was das wiegt. Ja, der blendet sich kurz ein. Aber das wäre doch mal was. Also könnt ihr aber auch unten reinschreiben, ob euch das, wie ihr überhaupt zu all diesen Sachen steht, zu den ganzen amerikanischen Autos und zu diesem ganzen Lifestyle. Ich habe Timo nämlich auch gesagt, was ich auch richtig gerne gemacht hätte, wäre so ein Wüstentrip mit so einem Auto oder so einem Baja-Truck zu SEMA. Kann man machen. Also sowas fände ich schon ganz erstrebenswert, muss ich sagen. Okay, Philipp. Ja. Danke für die Experience. Du hast Frau danken. Ja, das mache ich. Katrina, danke schön. Das hat natürlich mal wieder irgendwie so einen Wurm in meinen Kopf gesetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mal eure Kommentare unten ins Video, was ihr davon alles haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.